Krieg nimmt. Doch es hinterlässt Legenden. Es hinterlässt Helden. Und Helden sterben nie. Gut, Kapitel 5, Chor. Nee, nicht Kapitel. Chor. Doch. Episode 1, Kapitel 5. Allianz Archäologenteams suchen auf Requiem etwas Bestimmtes. Die Infinity-Einsatzleitung wüsste gerne, was genau. Ziele. Allianz-Ausgrabung unterbrechen. Das hört sich alles ziemlich formell an. Wir könnten ihnen ja auch eine Mahnung schicken. Da. Dass sie auch... haben sie eine Genehmigung dafür? Ja, dass sie keine Genehmigung für die Ausgrabung dort haben. Da kommt gleich das Ordnungsamt. Pass nur auf. Da spricht ein Grunt. Okay, Crimson. Yes, of course. Die Daten aus dem Dschungel decken sich mit früheren Infos über Allianz-Archäologenteams. Die Allies haben die Nadel im Heuhaufen gefunden und sie müssen verhindern, dass sie sie mitnehmen. What, what, what? Ach, ist das so? Ja, dann gehen wir mal los und ändern das. Hier liegen Munition und Waffen. Eliminieren Sie alles, was sich bewegt. Oder halt, gut, was heißt mir mit Munition und Waffen? Da lag ein Sturmgewehr und ein BA. Oder oh, da unten liegt Lava. Da unten, was? Liegt Lava? Ja. Wow, es ist dunkel und ich habe kein Licht, weil ich ein Spartan-Core bin. Crimson, Sie behalten besser diesen Turm im Auge. Wobei der Master Chief in Halo 4 auch kein Licht hat. Noch nicht mal Nachtsicht. Sogar Noble hatte Nachtsicht. Stimmt. Sogar die. Und die haben sie exakt einmal gebraucht. Ist wirklich so. Vor allem, du hast sie ja wenn auch dann schon sogar die Odysseys. Aber keiner benutzt sie. Das ist keine dunklen Maps. Die Konzepte keine dunklen Maps. Boah, Nades über Nades. Clever! Oh Gott. Gut, ich übernehme das ab hier. Ich wollte das machen. Sehr schön. Ich geb sie dir gleich wieder, ich will sie gar nicht. Hier, nimm sie. Zeit dafür. Lied eliminiert. Oh mein Gott, da meinst du jetzt gerade. Ein Erschütterungsgewehr. Ja. Erschüttert. So ziemlich. Ein Knopf, den wir bestimmt gleich drücken müssen. Suchen Sie Crimson einen Weg durch diese Türen. Dort scheint eine Energiequelle zu sein. Wegpunkt wird aufgeschaltet. Ja, wie erwartet. Also meine DMA steckt in meinem Jetpack drin. Ich frage mich, wie das funktioniert. Ja, das stimmt wirklich. Ja. Oh, da fliegen Eliten. Fliege Eliten. Strukturelle Verschiebungen. Gut, beide Knöpfe. Ich gehe links. Oh, dann gehe ich rechts. Okay, ich bin bereit. Ich hab's schon gedrückt. Oh shit, das sieht nicht gut aus. Aus dem Tor, Grunts. Viele Grunts. Alter, wie viele Grunts das sind. Ich muss mir so die Arbeit von den Entwicklern von Spartan Ops so vorstellen, wie sie die ganze Zeit Spawnpunkte für Grunts setzen auf einen Punkt. Ah! Wird fast gesagt. Oh, ich sehe da hinten. Oh Gott, ich benötige Grunts. Unterstützung. Ja, ich hab kein Aim. Falscher Zeitpunkt, Soldat. Mann, schön, ey, ich kann sowas von überhaupt nicht aimen. Ich habe eine Anti-Schildwaffe. Okay, da kommen böse Grunts. Wow, was der für einen Backflip gemacht hat, Alter. Das Gebiet um Crimson wird von starker Luftabwehr beschützt. Ein starke Luftabwehr. Commander Palmer an Feuerteam Castle. Sie sind dran. Boah, shit, ey. Oh mein Gott. Verstanden, Commander. So viele Schakale und shit. Perfekt.
Weitere Schilder. Finden Sie einen Weg, sie auszuschalten. Mir gefällt nicht, wie sorgfältig die Allianz eine Ausgrabung beschützt. Machen die das nicht immer? Da ist die Schildsteuerung. Doch schon, ja. Hier ist Munition, oder es sind zumindest Kisten. Damit wir sie betätigen können. Hier ist die Treppe. Es ist keine Treppe, es ist eine Rampe. Oh, oder so. Piu. Hab voll daneben gedrückt, aber auch egal. Jeha! Was? Ich hab den noch... Oh, hier, Geschützstellung. Ey, die Animation meiner Assassination bei dem Crawler wurde gestoppt, weil er sich noch einmal cool, um zu zeigen, wie wild er ist, strecken musste. Echt? Oma. Damit das so badass aussieht, ja. Ah, hinter uns. Feuerteam. Oh, ja, ich kümmere mich drum. Erstmal, ja. Feuerteam! Hilfe! Feuerteam! Wie schlecht. Juhu, die da alle rumspräunchen. Oh, scheiße. Ein Watcher da hinten macht irgendwas heil. Beobachtungen haben ergeben. Ach. Watcher machen Dinge heil. So, Munition wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ist die hier umgekippt? Ja. Die Allianzkisten früher sahen aber cooler aus. Jetzt sehen die mir aus wie so... Folgt mir, Veteranen! Schon wieder? Neid! Scheiße, Watcher. Oh nein, ein Auto. Oh. Ja. Jedes Mal ein Mikro. Boah, der Knight, der Knight! Alter Finne. Das war knapp. Der hat mich gut erwischt. Irgendjemand hat da einen Sniper. Da ist ja noch ein bisschen Knight. Und ich hab kein Aim. Oh, hier sind Scattershots. Bist du nicht der Einzige. Ja, Scattershot, danke für den Tipp. Ich komm von hinten. Er hat keine Schilde mehr. Okay. Noch mehr Scattershots. Schauen Sie mal, was die bewacht haben. Haben doch schon etwas länger mit der Allianz zusammengearbeitet, glaube ich. Schon. Yay, ja. Animationen sind zurück. Yes. Ein Auflöseknopf, okay. Oder? Löst es sich aus. Was ist das? Ist mir egal. Ja. Wenn die Allianz es so dringend will, nehme ich es ihnen gerne weg. Achtung! Das Artefakt verteidigen Crimson! Oh mein Gott. Die große graue Kiste verteidigen, Crimson! Hilfe, da ist so einer mit Pew-Gewehr. Pew-Gewehr. Wow, coole Musik. Binärgewehr. Action! Oh lol, Abspack-Sounds. Ah, der heilt was. Schön. Da nähern sich eine Menge Allianzflieger. Aber diese Drums. Wie das war alles, kommt jetzt hier nicht noch was? Wow, das war ein harter Angriff. Muss man ihn lassen. Jetzt klapp auf. Komm schon, aufklappen. Klapp auf. Lass uns rein, lass uns rein. Wo ist das Artefakt, Kleppen? Oh. Oh, okay. Ja, klar. Da gibt's Sinn. Crimson und Artefakt sind an Bord und auf dem Weg zu Infinity. Gute Arbeit, Crimson. Das ist so geil, wenn sie das einfach stehen gelassen hätten, so losgeflogen so. Jungs, hallo? Jungs? So, das war Episode 1 von Spartan Ops. Das Ganze trug den Namen Abreise. Hier die Unity Infinity bricht zu einer Mission zur Blutväterwelt Requiem auf. Das war richtig schön. Schreibt bitte in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wir sollten, glaube ich, noch so ein Outro bei den anderen Videos machen, dass ihr da auch hinschreibt, ob es euch gefallen hat, weil das interessiert uns brennend. Ja, und wenn das alles ziemlich fesch war, dann werden wir auch die nächste Episode mit dem Namen Artefakt spielen. Ja, wir fanden es, glaube ich, relativ lustig.
oder... Ja, 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 gut. Und wir würden das gerne nochmal machen. Also bis dahin, ich bin Ishma, auf Wiedersehen.